als ich noch für Hardy und Grace gearbeitet habe, da wusste ich das sehr zu schätzen, dass sie die erste Firma waren, oder eine der ersten, die an dem Karpfenschirm einen Klettverschluss angebracht haben. Da konnte man oben die Ruten fixieren. Wenn man neu montiert hat oder einen Boilie neu aufziehen wollte, dann hat man die einfach fixiert, da kippte die nicht zur Seite weg. Nichts ist immer nerviger als das, nicht? Beim Spinnfischen oder beim Naturköderangeln, wenn man mit dem Wagen unterwegs ist, ist es noch viel schlimmer. Wenn die dann am Wagen langrutschen, einen schönen Kratzer an Lack machen oder sogar die Kohlefaserrute auf den Boden knallt. Und da gibt es jetzt ein Feature von Balzer fürs Auto. Das kann man mit einem Saugnapf anbringen. Da sind das hier zwei Magnete, ja? Da kann man die Rute dann wie mit einem Klettverschluss quasi fixieren und dann steht die sicher da und man kann rumwühlen hier in seinem Wagen und sich einen neuen Köder raussuchen. Und derweil steht auch bei starkem Wind die Rute bombenfest. Ich bin da nicht dran beteiligt, also kein Geld für mich, schade. Aber ich habe es mir mal kommen lassen, so als Gimmick. Mal gucken, ob sich das bewährt. Und eure Meinung? Ich finde es irgendwie ganz lustig.